Hi Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und zum ersten Messor Barbaros Update. Es hat sich wirklich sehr viel getan und heute schließen wir ein zweites Nest an. Viel Spaß beim Video und bis gleich. Zuallererst einmal seht ihr auf jeden Fall, dass die Arena sich ziemlich verändert hat. Es liegen überall Körner und Insektenreste rum und hier hat es sogar ein Sesam- oder Mohnkorn geschafft zu blühen. Genau. Die Tränke ist auch wieder leer, die können wir auch gleich auffüllen. Und ich habe hier wirklich überall Körner, die ich anbiete. Das hier ist jetzt mehr so Dreck von denen, was die da in der Arena verteilen. Man kennt es ja von Messor, dass sie jetzt nicht gerade so extrem sauber sind. Naja, wir schauen jetzt mal ins Nest rein und dann sehen wir auch gleich die Königin mit der ganzen Brut. Die wird jetzt höchstwahrscheinlich sehr aufgelöst sein. Es sind auch wie gesagt schon die ersten Majoren da, also es ist wirklich unglaublich, wie schnell die sich entwickeln. Anfangs waren es ja nur ein paar Tiere, jetzt sind es schon um die 30 Stück, schätze ich mal. Und das Nest wird jetzt wirklich langsam zu klein, also die brauchen noch eine Kornkammer. Wie ich finde, das drucke ich ihnen auch gerade unten, das kann ich euch gerne auch einmal zeigen. So, hier seht ihr den Drucker und wie er gerade was druckt. Wie gesagt, ich drucke mit Form Futula Filament, das ist nur umgekehrt. Haben wirklich sehr schöne Farben, das sind mehr so Mattfarben, aber es sind immer noch perfekte Farben. Und ich finde es halt einfach praktischer, gegenüber den herkömmlichen Filamentrollen, dass sie halt aus Plastik, nicht aus Plastik, sondern aus Pappe bestehen. Das finde ich wirklich sehr gut von der Firma gelöst, dass sie die aus Pappe machen. So können sie nämlich recycelt werden und weggeworfen werden. Also, ich empfehle euch das nur weiter, falls ihr auch einen 3D-Druck habt. Aber jetzt kommen wir wieder zu den Messern. Zuallererst habe ich mir einmal so einen Schlauchverbinder von Gardena gekauft. Das ist jetzt nicht perfekt, wie man sieht, jedoch passt es. Wieso ich den nicht 3D gedruckt habe, das ist eine sehr, sehr gute Frage, falls ihr euch die gerade stellt. Und zwar ist es so, dass beim 3D-Drucken man halt den sogenannten G-Code braucht. Und da ich gerade meinen Laptop nicht habe und da halt nur die G-Codes drauf machen kann, über Cura nennt sich das Programm, konnte ich jetzt keinen kurzfristig drucken und jetzt war es halt wirklich mal Zeit, dass sie ein neues Nest bekommen und daher habe ich jetzt einfach mal so prompt einen gekauft. Jetzt kommt auch schon der schwierigste Part im ganzen Video und zwar werde ich jetzt einmal das Nest hier abschließen und es dann mit diesem Schlauch hier verbinden. Aber zuerst einmal müssen wir den Schlauch hier mit einem Stückchen Watte zumachen, weil da kommt ja dann gleich das andere Nest durch rein, wenn sie das Ganze sich durchschauen, dann krabbeln sie da nicht raus. So. Hier ist noch ein bisschen Wasser drin, das schütte ich ganz gerne einfach raus. Das macht man dann so, dass man das einfach so ein bisschen umherschwingt und dann klappt das Ganze. So, das ganze Wasser ist jetzt raus und ich würde sagen, wir schließen das Ganze jetzt mal kurz ab. Und das erste, was ich machen würde, ist hier irgendwie den Schlauch dran bekommen, was jetzt nicht ganz so einfach ist, weil es nicht perfekt passt. Aber das kriege ich noch irgendwie hin, nur dazu muss ich einmal das Video beenden und es in Ruhe machen. So Freunde, das Ganze ist jetzt erfolgreich angeschlossen und dann wollen wir das Ganze mal hier hinstellen. Ich schiebe hier jetzt einfach mal den Beckenschlauchverbinder durch, steckt das da irgendwie rein und dreht das Ganze zu. Jetzt können keine Ameisen mehr raus und das Ganze ist jetzt erledigt.
Hier seht ihr das Ganze, dann können die Ameisen hier durch. Hier wäre dann ihre Kornkammer und hier wäre die Arena. Dann warten wir jetzt, bis das Nest gedruckt ist. Ich gehe in der Zeit nochmal mit meinem Hund und dann bis gleich. So, der Druck ist jetzt fertig. 2 Stunden 19 Minuten hat so ein Asama-Nest gebraucht. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man so etwas überhaupt löst und von der Stützstruktur entfernt. Also zuerst einmal muss man diesen Rand hier lösen und dann hat man dieses Nest hier. Und dann ist da überall Stützstruktur. Und da geht man dann halt rein, das Ganze raus. Immer wieder. Also wird das Ganze auch so eine Art Tutorial, wie man so etwas von Stützstruktur löst, aber dass man das dann weiß. Also es ist jetzt nicht so extrem schwer, aber man sieht, wenn man einen guten Schlauchanschluss haben möchte, muss man das wirklich ordentlich machen. So, das hier ist schon mal von Stützstruktur befreit, hier oben. Hier in der Mitte ist noch etwas. Und da, wo wir gleich die Metallgage reintun, das finde ich bei Asama immer klasse, da sind so kleine Löcher, da kann man irgendwie Sand reinstreuen. Aber ich werde da, glaube ich, keine Sachen befeuchten. Aber Gage, das kann ich euch wirklich immer empfehlen, das da reinzutun. So, aber jetzt gehen wir auf jeden Fall mit dem Cuttermesser hier hin. Wir füllen das Ganze hier ein bisschen aus, ruhig ein bisschen mit Gewalt. Wir müssen wieder alle rausspringen. Genau. Und das macht man jetzt hier ein bisschen. Und irgendwann hat man es dann soweit und kann dann da die Metallgage rein. Dazu kommen wir jetzt. So, Freunde, ich habe leider die Gage nicht gefunden, aber ich habe hier alle 3 Teile. Das Glas, das schneide ich mir immer mit einem Dremel, ich glaube 3600, Dremel 3600 oder irgendwie sowas, 360 oder 360, ich bin mir nicht sicher, irgendwas mit 3 und 6. Den habe ich mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt bekommen. Auf jeden Fall beschlägt dieses Glas sehr schnell, hat man jetzt hier schon gesehen. Daher machen wir es sauber. Diese Gage braucht man nur bei kleineren Arten, die wirklich durch diese Löcher durchpassen. Aber ich glaube, beim Messer steht zwar das Problem an, aber da das eh nur eine Kornkammer wird, würde ich mal sagen, mache ich da eine Ausnahme und tue da einfach nur Watte rein. Man kann ja sonst immer noch später die Ameisen dann da rausholen. Also Gage kann man nur einmal reinmachen, aber da ich sie jetzt nicht gefunden habe und sie bald wirklich ein Nest brauchen, finde ich es besser, wenn ich es jetzt mache, dann ist es halt so. Naja, das Glas wird hier ganz einfach draufgesetzt. Das ist Hobbyglas, nennt sich das, glaube ich. Und zwar hält das dann so hier. Normalerweise müsste man das mit Schrauben hier festschrauben. Jedoch sind die so klein, dass man das auch einfach so drauf stecken kann. Ihr seht, es fällt zwar... Oh, das sollte eigentlich nicht abfallen. Ja, nicht so perfekt. Aber da ich es ja eh nicht rumschütteln werde, weil es ja bei Ameisen ist, es wird da die meiste Zeit stehen, werden die trotzdem höchstwahrscheinlich nicht rauskommen. Falls doch, kann man das Nest immer noch in die Arena stellen. Es ist jetzt nicht perfekt vorbereitet, aber genügend. Hier kann man dann auch noch so einen kleinen Schutz drauf tun. Das werde ich definitiv auch machen. Den werde ich mir noch extra drucken. Der ist dann morgen fertig, weil ich noch so ein Nest drucke gerade. Ja, die Farbe gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Auch schaut auch mal auf Asamas Webseite. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, die rechtzeitig zu verlinken. Ich werde es jedoch versuchen und... Falls nicht, schau das Video einen Tag oder 2 Tage später an. Dann wirst du auf jeden Fall den Link zu der Webseite finden. Vielen Dank nochmal an Asama, dass er diese Nester für frei zur Verfügung stellt. Und ja, dann sehen wir uns oben bei den Messern. So, Freunde, ich bin jetzt hier. Und hier ist direkt die Warte. Die stecken wir hier
direkt mal rein. Kann ruhig etwas fester reingesteckt werden. Dann auch gut in der Glasscheibe sitzt. So können die Ameisen eigentlich nur schlecht durch, weil die Löcher jetzt halt auch nicht so breit sind. Also die können hier schon rein. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es direkt passieren wird. Und es soll ja, wie gesagt, eher als Kornkammer dienen. Und ja, dann schließen wir es jetzt einfach mal an. Aber dazu brauche ich noch etwas. Und zwar hier so einen Stopfen. Der ist momentan bei einem anderen Asamanest dran. Den ziehen wir mal kurz ab. Das ist das Gen 3 Medium. Auch ein sehr, sehr schönes Nest. Also Asama, falls du dieses Video schaust, liebe Grüße gehen an dich raus. Vielen Dank, dass du die zur Verfügung stellst. Naja, wie gesagt, wir werden das hier jetzt so anschließen. Ja, das steckt gut drin. Glasscheibe sitzt alles. Man könnte theoretisch auch, ist mir gerade aufgefallen, mit dem 3D-Stift hier entlang gehen. Dann sitzt das ganze Wurmpen fest, dann kann man das gar nicht mehr abmachen. Das mache ich dann später auch. Das seht ihr dann auch. Ich dann auch passend in der Farbe dunkelgrün machen. Wollte ich mal ausprobieren. Oder ich glaube, es wäre einfach intelligenter, wenn ich zuerst hier den Stopfen reinstecken würde. Naja, ich stecke mal den Stopfen rein. So, ich musste das Ganze jetzt mit etwas Gewalt da reinstecken. Aber dafür können wir das hier jetzt so einfach dran stecken. Und schon ist das Setup fertig. Ich werde dann in den nächsten Tagen nochmal ein Update rüberbringen, wie es sich so erwiesen hat. Wie gesagt, hier sind die zwei Beginner-Nester von Asama. Wirklich vielen Dank, dass du die so einfach zur Verfügung stellst. Ich liebe wirklich deine Nester. Ja, okay, dann wäre es das mit dem Video auch schon gewesen. Wie immer, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ganz wichtig, bleibt fasziniert. Tschüss!